liebe Leutchen, hier ist wieder eure Miss Funny Home. Heute zeige ich euch mal, wie ich irgendwie ein Geschenk nicht einpacke. Wir haben im Moment die Probleme, dass nicht mehr, die Kinder werden größer, die wollen kein Spielzeug mehr. Jetzt haben wir also einen Gutschein, den ich irgendwie gucken muss, wie ich ihn vernünftig einpacke, wie er trotzdem noch schön aussieht für einen 9-Jährigen. 10 wird er heute. Ich habe mir also jetzt einfach ganz oft zugelegt durchsichtiges Geschenkpapier. Und habe jetzt einfach immer ein paar Süßigkeiten parat. Hier ist eine Capri-Sonne und das kommt gleich noch rein oder ran hier. Ein bisschen Lutscher und so weiter alles. So, habe mir jetzt ein paar Bänder zurechtgeschnitten, ein paar bunte. Die sind hier für den Jungen in lila, blau, lila. Und packe eigentlich fast immer gängigerweise, habe jetzt einen netten Text draufgeschrieben, ist ein Saturn-Gutschein. Für Yu-Gi-Oh!-Karten, was auch immer. Habt ihr das zurechtgeschnitten, dass es so drin steht und ungefähr, ich zeige euch mal, so hoch ist, so, ja. Und dieses ganze Moment muss ich jetzt mal besser zeigen. Ich muss mir jetzt mal hochschieben, damit ihr das so ein bisschen seht. Dieses ganze packe ich jetzt so ein, indem ich es so stehen habe. Man soll sehen, von wem es ist, man soll sehen, wie viel es wert ist. Das knülle ich jetzt hier, so wie in Zeiten legen, zusammen, auf beiden Seiten, so. Ich gucke, dass es trotzdem wieder einigermaßen vernünftig da unten drin liegt. So, das ist gut so. Jetzt nehme ich mir meine Bänder, die habe ich mir schon ungefähr hingelegt, lege sie mittig und binde einfach diese drei Bänder einfach mal so. Cool ist, wenn jemand hilft. Und wenn nicht, geht es auch. Ich binde die jetzt einfach mal hier rum. So, zieh es durch. Das Ganze muss ich auf jeden Fall zweimal machen. Einmal, sonst hält es nicht. Und ein zweites Mal. Jetzt werde ich gucken, dass ich alles ein bisschen noch richte, dass er wirklich alles sehen kann. Hier sein Geschenk, wie viel er bekommt, von wem. Ich habe noch einen Flummi. Den wollte ich da auch noch reintun, so als Kleinigkeit. Weil nur Geschenke so, den kann man auch sehen. Ist nett. Er soll aber als Gruselflummi auch richtig sichtbar sein. So ist er erkennbar. Das hier muss alles wieder mittig. Jetzt habe ich noch, damit es bunter wirkt, ein paar Luftschlangen. Wollte die hier aufmachen. 3 Stück. Mal sehen, ob das zu viel ist oder nicht. Werde ich gleich merken. Ah, die gehen gar nicht auseinander. Ich bin heute nicht kräftig genug. Die mache ich jetzt auseinander und da rein. Kann man auch vorher machen. Ich guck mal, ich will sie einfach irgendwie verteilen. Hier reinstopfen. Weil das Geschenk dann einfach netter, bunter und schöner aussieht. So, kann man einfach reinwurschteln, rein und raus, reinlassen, wie auch immer. Sieht sehr bunt aus, sieht sehr schön aus, sieht nach ein bisschen mehr aus. Jetzt mache ich noch, damit das nicht da rausfällt, klebe ich die beiden Seiten ein bisschen zu. Hopp. Hier, ich klebe das auf jeden Fall immer ein bisschen zu, damit ihr das sehen könnt. So, damit da nichts rausfallen kann. Da unsere Kinder ja nicht gerade vorsichtig die Geschenke bringen, muss man das immer schon so ein bisschen einpacken, dass es auch eine Menge aushält. Das klebe ich jetzt, wie gesagt, zu. Dann kann da nicht unbedingt was rausfallen. Erkennen kann man trotzdem noch alles. Die Schleifen mache ich natürlich ein bisschen kürzer hier. Ich reibe an der geborenen Seite einmal mit der Schere lang. So. Kann man doller und weniger doll machen. Ich habe es jetzt schon fast zu doll gemacht, aber das ist auch in Ordnung. So. So. Sehr schön. Nebenbei hört ihr große Haie, kleine Fische. Guckt sich gerade mein kleiner Sohn an. So. Und so. Das ist jetzt schön. Die muss ich jetzt noch so ein bisschen ineinander legen, falls nicht ineinander zu legen gehen. Ich schnippel auch noch hier oben, dass es so ein bisschen gleichmäßig ist. Auf gleiche Höhe alles. Alles, was zu lang ist, so ein bisschen ab. So. Sieht immer schöner aus. Immer gleichmäßiger. Und die hier
mache ich entweder ineinander oder wenn sie nicht wollen, wie ich will, hey, mache ich sie hier rein, wenn sie zu lang sind irgendwie. Aber wie gesagt, man kann sie auch ineinander drehen, so ein bisschen ineinander fusseln, falls einer zu lang ist. So, an sich bin ich jetzt noch ein Freund von, was geht, Süßigkeiten rankleben oder was auch immer. Lutscher, passt gut reingestopft. Jetzt habe ich noch die drei Sachen hier. Jetzt kann man aber nicht mehr den Betrag erkennen. Das muss ich also wieder zurückdrehen, weil du musst doch, das Kind will ja wissen, was er bekommen hat. So, wieder zurück. Und jetzt werde ich noch einfach mit Tesafilm ein paar nette Sachen hier rankleben. So, das war nicht genug. Denkt daran, für Kinder muss es immer ein bisschen fest sein. So, also das klebt überall, aber leider nicht an den Smarties. So, an Smarties und denkst da. Mal gucken, was ich hier noch habe. Ein Geldstück. Wirkt immer gut. Und ein Tattoo-Lutscher. Hier, den mache ich jetzt hier ran, weil ich hier sowieso noch ein bisschen zukleben wollte. Mache ich einmal. So, das Pickup, glaube ich, versuche ich da unten. Und das war's schon, denke ich. Bisschen langes Tesa. Jetzt brauche ich nämlich einmal die Pickup-Größe. Ich hoffe, ihr könnt das alles sehen, ja. Und das klebe ich jetzt hier. Und dann hier so ran. So, ich denke, das reicht. Fertig ist mein Geschenk. Das ist ein Geschenkgutschein, wie ihr seht. Man kann alles gut erkennen. Alles ist schön. Betrag ist hier zu erkennen, wenn man genau gucken würde. Da. Alles ist schön. So, so könnt ihr auch beim nächsten Mal euer Geschenk einpacken. Viel Spaß, eure Miss Funny Home.